Ja, wunderbar. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, heute hier dabei sein zu können bei dieser spannenden Ringvorlesung. Ich denke, dass einige von Ihnen sich haben inspirieren lassen und möglicherweise einige dieser spannenden Vorträge auch angehört haben. Freut mich sehr, dass ich da heute auch noch einen Beitrag dazu leisten kann. Ich bin vorgestellt worden. Ich werde heute auch sozusagen aus einem dieser vielen Arbeitsgemeinschaften, in denen ich auch Mitglied bin, mit berichten. Sie ist noch nicht genannt worden. Wir haben in Bayern als Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, die sich fachlicherseits mit Raumentwicklung beschäftigen, mit Flächensparen beschäftigen, ein Bündnis gebildet, das Bündnis für ein besseres Landesentwicklungsprogramm. Und im Rahmen dieses Bündnisses und der Arbeit von zwei Akademien, die das sozusagen auch sehr stark mittragen, der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft und der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum, aus deren Arbeiten, aus diesen Kooperationen werde ich heute auch berichten, wenn es um die Strategien geht, wie wir Flächeninanspruchnahme reduzieren können. Ich möchte zu Beginn auch nochmal den Blick drauf werfen, warum das eigentlich aus meiner Sicht und deswegen finde ich auch den Titel der Ringvorlesung so gut, eigentlich ein dramatisch unterschätztes Problem ist, die Flächeninanspruchnahme. Das möchte ich anfangs nochmal aufzeigen. Aus meiner Sicht ist freie Fläche so etwas wie ein wichtiges Kapital zum Überleben und wir gehen sehr leichtfertig damit um. In der Veränderung sozusagen der Flächennutzung, auch in der unwiederbringlichen Zerstörung sozusagen, vor allem des Bodens, der ja eine wichtige Qualität hat. Und deswegen müssen wir uns nochmal genau anschauen, wenn wir sagen, es ist ein notwendiges und auch parteiübergreifend sozusagen politisch eigentlich breit akzeptiertes Ziel, diese Flächeninanspruchnahme zu reduzieren, auch in Bayern zu reduzieren, müssen wir uns anschauen, was ist das eigentlich, diese Flächeninanspruchnahme? Was ist das Problem? Wo findet sie statt? Warum findet sie statt? Für wen findet sie statt? Und was sind dann auch mögliche Anknüpfungspunkte und Strategien? Was sind vielleicht auch sozusagen Erklärungsmuster für diese Flächeninanspruchnahme? Das ist so etwa der Dreiklang des Vortrages, den ich heute vorhabe. Wie viel Zeit habe ich? Schön wäre, wenn man noch eine gute halbe Stunde zur Diskussion am Ende haben. Okay, das ist gut. Das heißt, so eine knappe Stunde etwa den Vortrag, dann kommen wir da auch hin. Genau, wenn ich über Flächensparen spreche, führe ich immer sehr gerne einen Kronzeugen an, der sozusagen unverdächtig ist, ein radikaler Ökologe zu sein. Wolfgang Schäuble als Präsident noch am Ende der damaligen Wahlperiode des Deutschen Bundestags hat in einem Interview als wirklich weiser älterer Herr dann aus seiner Sicht nochmal die drei wichtigsten Themen benannt, die er im Moment sieht. In Klammern, das war natürlich vor Corona oder während Corona, aber vor dem Ukraine-Krieg. Und er sagt, es ist sozusagen nach Corona steht an Klimaschutz, Artenschutz und der dramatische Landverbrauch. Und interessanterweise ist Klimaschutz und Artenschutz gar nicht zu denken ohne die Frage der Flächeninanspruchnahme. Das heißt, eigentlich hat er ein komplexes Thema hier benannt. Ne? Wir sind sozusagen zunehmend in existenziellen Krisensituationen, zumindest was die Zerstörung, die Überlastung unserer ökologischen Lebensgrundlagen angeht, die sich eigentlich durch zwei Großkrisen manifestieren, die auch auf internationaler Ebene jetzt immer stärker verhandelt werden. Das ist einmal das Biodiversitätsproblem und das Artensterben. Also wenn man so will, das zu starke Übernutzen von Fläche, das zu starke Eingreifen in Ökosysteme in einer Art und Weise, dass wir natürliche Prozesse massiv beschleunigen in einer Art und Weise, wo auch Systeme sozusagen zu verinseln, zu vereinsamen, Ökosysteme und zu kippen drohen, sodass sie in ihrer Leistungsfähigkeit und auch in ihrer Dienstleistungsqualität, wir sind auf die Leistungen dieser Ökosysteme ja existenziell angewiesen, dass die gefährdet sind. Und das Zweite ist, und das hängt auch wieder zusammen durch die Art und Weise, wie wir mit Energie umgehen, durch die Art und Weise, wie wir unseren Wohlstand, unsere Produktion organisieren, verursachen wir eine Erderwärmung, eine Erderhitzung, die auch wiederum die Biosphäre unter Stress setzt. Und das sind sozusagen zwei Großkrisen, die wir bearbeiten müssen.
Und meine These ist, dass freie Fläche dafür eine überlebensnotwendige Ressource ist. Und wir sehen das ja auch, was wir, wenn wir die Gegenstrategien uns anschauen, die empfohlen werden, die wir verfolgen, dass über die Notwendigkeit sozusagen auf diese Krisen zu reagieren, ganz andere Formen auch der Nutzungsansprüche und der Nutzungskonflikte auf freie Fläche entstehen. Ja. Wenn wir das angucken, wir versuchen sozusagen am Erhalt und an der Wiederherstellung von Biodiversität zu arbeiten. Die Vereinten Nationen empfehlen, 30% der Landfläche möglichst sozusagen zurückzugeben oder freizuhalten von Eingriffen, dass sich Wildnis wieder entwickeln kann, dass sich Biodiversität regenerieren kann. Da sind wir in Deutschland weit entfernt davon. Das heißt, wenn wir einen Beitrag leisten wollen zur Erhaltung der Biodiversität, zur Bekämpfung der Biodiversitätskrise, brauchen wir freie Fläche. Wir müssen sogar Fläche aus der Nutzung rausnehmen und die Nutzung extensivieren. Wir brauchen freie Fläche zum Ausbau der Energieerzeugung. Die Klimakrise ist nicht zu bewältigen ohne eine radikale Verschärfung des Ausbautempos erneuerbarer Energien. Windenergieanlagen, Freiflächen, Photovoltaik sind dann die Biomassennutzung, sind sozusagen das, was in der freien Fläche aufschlägt und als neue Ansprüche an Fläche sozusagen erscheint. Wir wollen Moore wieder vernässen, wir wollen Wälder aufforsten, weil wir CO2 aus der Atmosphäre holen wollen. Auch dazu brauchen wir freie Fläche oder müssen bisher genutzte sozusagen umnutzen. Wenn wir auch Strategien verfolgen, sozusagen die landwirtschaftliche Produktion mit Forst zu verknüpfen, bedeutet das auch hier, dass zumindest landwirtschaftliche Produktionsfläche anders genutzt wird, umgenutzt wird und auch hier sozusagen ein Nutzungskonflikt entsteht. Anpassung an den Klimawandel, ähnliches Agriforstsysteme, sozusagen Landschaften wieder zu strukturieren, intensiv genutzte Landschaften, damit die Wasserrückhaltefähigkeit sozusagen erhöht wird. Auch das bedeutet ein Nutzungskonflikt. Veränderungsdruck, vor allem auch auf landwirtschaftlich genutzte Fläche. Was Sie in einem Vortrag angesprochen haben, und ich weiß nicht, wie intensiv darauf eingegangen worden ist, aber gerade auch vor dem Hintergrund der Transformationserfordernisse, auch des Umbaus der Rohstoffbasis unserer Produktion und unseres Konsumsystems, unser Konsummuster, brauchen wir immer stärker regenerative Rohstoffe, die wir über bioökonomische Prozesse eben auch als nachwachsende Rohstoffe erzeugen müssen. Auch dafür brauchen wir zunehmend freie Fläche, wenn wir weiterhin auch ein relativ hohes Konsumniveau aufrechterhalten wollen. Und wenn wir, was weiß ich, Kunststoffe, Baustoffe und andere Materialien nicht mehr CO2-intensiv und energieintensiv sozusagen erzeugen wollen. Wir wollen eine umweltverträgliche Nahrungsmittelproduktion. Auch die braucht sozusagen mehr Fläche, weil weniger produziert wird. Die Flächeneffizienz der landwirtschaftlichen Produktion sinkt. Gleichzeitig soll Land aus der Landnutzung auch noch Einkommen erzielt werden, gerade im Bereich der Landwirtschaft. Wir wollen intakte Erholungslandschaften. Wir wollen eine Sicherung des Trinkwasserversorgung, Wassermanagement. Dazu brauchen wir auch freie Flächen, damit Grundwasserneubildung stattfinden kann. Unbebaute Fläche, Bodenversickerung, Ähnliches. Wir wollen aber da für die Transformationsprozesse neue Infrastrukturen aufbauen und natürlich wollen wir auch weiter Siedlungsentwicklung betreiben. Das heißt, wir sehen, dass wir momentan eigentlich eine Situation haben, wo wir mit neuen Ansprüchen an Fläche herangehen, wo wir Ansprüche entwickeln, weil wir dramatische, existenziell bedeutende Krisen lösen wollen und wo wir auf der anderen Seite in einer Entwicklungsdynamik, in einem Entwicklungsprozess sind, wo es uns bisher nicht gelingt, ausreichend die Flächen in Anspruchnahme und damit auch die Bodenzerstörung durch Versiegelung möglichst schnell zu reduzieren. Das gelingt uns noch nicht, das werde ich noch zeigen. Nur ganz kurz angesprochen, natürlich ist sozusagen auch diese Multikodierung von Fläche ein Problem, weil wir noch keine Muster gefunden haben, auf der gleichen Fläche mehrere Nutzungen sozusagen hinzubekommen. Wir machen Baugebiete als Baugebiete, Gewerbegebiete als Gewerbegebiete, Biotopflächen als Biotopflächen, landwirtschaftliche Nutzflächen. Wir haben sozusagen gehen auch bisher an Flächennutzung mit einem sehr nutzungsgetrennten, funktionsgetrennten Leitbild heran. Auch das müssen wir in Frage stellen, ob wir nicht Möglichkeiten finden, hier zu Multikodierungen zu kommen und Dinge zu kombinieren und damit auch die
die Dienstleistungsqualität, wenn man so will, die Leistungsfähigkeit der Fläche für bestimmte Systemleistungen dann auch zu erhöhen. Aber das ist ein Diskussionspunkt, den wir später vielleicht in der Diskussion nochmal aufgreifen wollen. Jetzt soll es um Bayern gehen. Jetzt schauen wir uns an, wie schaut denn der Flächenverbrauch im Freistaat Bayern aus? Das mittlerweile ist die Flächeninanspruchnahme ja auch die Reduktion der Flächeninanspruchnahme Gegenstand eines Koalitionsvertrags, und die Reduktion der Flächeninanspruchnahme auf 5 Hektar pro Tag ist auch sozusagen Ziel eines Landesplanungsgesetzes, also ist sozusagen hat Gesetzescharakter bekommen. Wenn wir aber anschauen, wie die Flächeninanspruchnahme in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich entwickelt hat, dann stellen wir fest, dass das beim DAX würde man sagen, allenfalls eine Seitwärtsbewegung ist, ne, aber auf jeden Fall keine deutliche Veränderung nach unten. Also wir sind weit davon entfernt, dieses 5-Hektar-Ziel zu erreichen. Das pendelt so zwischen 10 und 12 Hektar, je nachdem, was in den jeweiligen Jahren sozusagen passiert an Flächeninanspruchnahme. Hier gibt's ein Knick, ein Bruch um 6 Hektar pro Tag. Das heißt nicht, dass uns da irgendwas gelungen ist, das zu verbessern. Wir erfassen die Fläche anders. Ja? Hier wurde die Fläche bisher so erfasst, dass sobald ein Gebiet in die Planung genommen worden ist, ob bebaut oder nicht, es als neu genutzte Fläche, Baugebiet ausgewiesen worden ist, sozusagen als neu genutzte Fläche dann katalogisiert worden ist. Und ab 2012 ist es so, dass eher die tatsächliche Veränderung der Flächennutzung erfasst wird und damit wir wesentlich näher sind an dem, was dann auch tatsächlich Flächenverbrauch oder Flächeninanspruchnahme bezeichnet werden kann. Im Übrigen ist durchschnittlich sind etwa von den neu in Anspruch genommenen Flächen durch Siedlung und Verkehr im Wesentlichen etwa 50% versiegelt. Das heißt, wir haben einen Versiegelungsgrad von 50%. Wir können davon ausgehen, dass wir 5 Hektar pro Tag im Moment, fast 6 Hektar pro Tag, tatsächlich zubetonieren. Flächen versiegeln, sozusagen damit aus der Bodenbildung nehmen. Wenn wir uns anschauen, für welche Bereiche machen wir das, Industrie- und Gewerbefläche waren jetzt von 2015 bis 2021, also in diesem Zeitraum, mit 27% dabei. Wir sehen auch, diese spektakulären Neubauten von Gewerbegebieten in die freie Landschaft, ja, sozusagen, das ist ja das, was so die Empörung auch ausgelöst hat politisch über die Flächeninanspruchnahme. Das ist, schon wieder so eine BMW-Großfabrik da in Niederbayern, wo der halbe Gäuboden sozusagen platt gemacht wird, um ein Werk zu bauen. Aber wir sehen, dass das eigentliche Problem oder dass das größere Problem eigentlich bei den Wohnbauflächen sind. Gar nicht so sehr bei diesen Gewerbeflächen. Auch, klar, wenn wir sagen, wir wollen das halbieren, dann müssen wir auch die halbieren. Aber der größere Kuchen, den wir halbieren müssen, das wäre dann die Wohnbauflächen in Anspruchnahme, die Inanspruchnahme für Wohnbaufläche. Und damit unmittelbar verbunden, eigentlich mit diesen beiden Kategorien verbunden, ist der Zuwachs an Verkehrsfläche. Der ist prozentual fällt ja nicht ganz so, also ins Gewicht, nachdem wir aber er ist aber insofern erheblich, weil er könnte wesentlich kleiner sein, wenn wir anders Wohnbaufläche oder Gewerbefläche entwickeln würden. Das heißt, in dem hohen Anteil in diesem Anteil der Verkehrsfläche spiegelt sich wieder die Art und Weise, wie wir Siedlungsstrukturen gestalten, die wir so gestalten im gewerblichen und im Wohnbereich, dass wir einen relativ hohen Erschließungsaufwand haben. Auch das wäre sozusagen zu reduzieren. Das heißt, der Schlüssel liegt tatsächlich in der Frage, wie wir Wohnbaufläche und wie wir Industrie- und Gewerbefläche nutzen. Und darauf möchte ich dann auch noch Wert legen. Aber vorher müssen wir uns auch noch genau anschauen, was da eigentlich dahinter steckt. Dass es Aufmerksamkeit erzeugt, wissen wir alle Jahre wieder, gibt es den Flächenverbrauchsbericht der Staatsregierung. Alle Jahre wieder beklagen die üblichen Verdächtigen, dass da nichts vorwärts geht. Und alle Jahre wieder sagen die anderen, die sozusagen das in der Regierungsverantwortung sind, dass sie jetzt noch mehr beraten, noch mehr Anreize schaffen, noch mehr die Gemeinden unterstützen wollen, um das hinzubekommen. Das ist sozusagen auch so ein Ritual. Was noch erwähnenswert ist, wir hatten gerade vorher darüber gesprochen, im bilateralen Gespräch noch. Wir
sind mit dieser Flächeninanspruchnahme auch Teil eigentlich einer in der Verantwortung, übergeordnete Nachhaltigkeitsziele und Nachhaltigkeitsstrategien zu erfüllen, die auch Bayern und auch die Bundesregierung für sich als gültige Zielsetzungen eigentlich beschlossen und auch vertraglich zugesichert haben, der EU oder den Vereinten Nationen. Gegenüber der Europäischen Union und den Vereinten Nationen hat sich Deutschland verpflichtet, eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie aufzulegen, und die hat vorgesehen, bis 2020, die Abbildung ist etwas älter, von Mitte der 2010er Jahre, dass wir bis dahin die Flächen in Anspruchnahme reduzieren. Wir sind etwa, hier sehen Sie den aktuellen Pfad, wir sind auch bundesweit noch deutlich drüber. Und wie man es so macht mit Nachhaltigkeitszielen, wenn man sie nicht erreicht, man verstärkt nicht etwa die Bemühungen, sie doch zu erreichen, sondern man verschiebt die Ziele oder verwässert die Mechanismen. Ja? Heute Klimaschutzgesetz, Robert Habeck vorgelegt im Kabinett und im Bundestag, dass auch das Klimaschutzgesetz in seinen Reduktionspfaden und Reduktionsstrategien in der Wirksamkeit in den einzelnen Sektoren sozusagen aufgeweicht wird. Und die Kanzlerin Angela Merkel hat das auch gemacht. Die hat nämlich 2015 dann gesagt, wir werden das nicht mehr schaffen, also verschieben wir es auf 2030. Passt auch besser, bis 30 minus 30, auf 30 sozusagen zu kommen, aber natürlich minus X, also noch ein bisschen mehr, muss man ambitionierter sein. Und was wir auf jeden Fall zugesichert haben, gegenüber der Europäischen Union, dass wir 2050 vertraglich eine Netto-Kreislaufwirtschaft haben. Das heißt, da darf dann tatsächlich keine neue Fläche mehr ausgewiesen und in Anspruch genommen werden, wenn ich an anderer Stelle Fläche aus der Nutzung genommen wird, renaturiert wird, wiederhergestellt wird, als sozusagen Bodenbildung, wenn man so will, wieder ermöglicht wird. Auch das Bayerische Landesplanungssystem, das Landesentwicklungsprogramm, nimmt das auf. Ich habe mal so drei Formulierungen, die uns jetzt auch noch weiter begleiten werden, herausgegriffen. Bayerische Landesentwicklungsprogramm ist sozusagen das raumordnerische Grundlagendokument, das dann verfeinert wird in regionale Entwicklungspläne, die dann wiederum sozusagen auch verbindliche Vorgaben für Kommunen machen. Und die Kommunen müssen sich in ihrer kommunalen Entwicklungsplanung, also bei der Ausweisung von Baugebieten, von Bauleitplänen, müssen sich eigentlich an die Vorgaben der Raumordnung halten. Deswegen ist es relevant, wenn da ein Z steht, ist es eine scharfe Vorschrift. Grundsätze, die mit G bezeichnet werden, sind Abwägungsgegenstände, die Ziele nicht. Die Ziele müssen eingehalten werden. Also die nachhaltige Raumentwicklung wird hier als Grundlage angesprochen, dass sie nachhaltig zu gestalten sei, und bei Konflikten zwischen Nutzungsansprüchen hätten sozusagen die ökologischen Belange Vorrang, wenn ansonsten eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht. Könnte man sagen, ist eigentlich eine scharfe Formulierung, würde bedeuten, wir müssten wirklich dramatisch Flächeninanspruchnahme reduzieren und auch ansonsten anders mit ökologischen Belangen umgehen. In den Verdichtungsräumen, also die von Großstädten dominiert sind und ihr Umland, da ist es so, dass da nicht überall gesiedelt werden soll, sondern schwerpunktmäßig sozusagen dort, wo es einen Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, insbesondere an Standorten mit Zugang zum schienengebundenen Verkehrsnetz, also die berühmten S-Bahn-Haltestellen gibt oder Regionalbahn-Haltestellen, dass man dort die Siedlungsentwicklung konzentriert. Und in den Kommunen selber ist die Zielsetzung, dass die Innenentwicklung Vorrang hat vor der Außenentwicklung. Das heißt, ich muss als Kommune eigentlich erstmal schauen, dass, wenn ich eine gewisse Entwicklungsvorhaben, Planungsvorhaben habe, neue Wohnungen bauen will, Betriebe ansiedeln will, muss ich erstmal schauen, ob das innerhalb der schon ausgewiesenen Siedlungsfläche möglich ist. Und ich muss einen Nachweis führen, dass, wenn es nicht möglich ist, erst dann darf ich nach außen gehen, wenn ich nachweise, dass es innen nicht geht.
So, das mal bitte so im Hinterkopf behalten. Das sind so wichtige Richtlinien, die zu berücksichtigen sind. Interessanterweise gibt es noch aus der Siedlungsentwicklung, dem Siedlungsentwicklungskapitel noch ein zweites sogenanntes Anbindungsgebot. Das ist ein Ziel, das beschreibt, dass neu auszuweisende Siedlungen nur in Anbindung an bestehende Siedlungskörper stattfinden sollen, damit man eben nicht in die freie Landschaft geht. Ja, und da eben dann Zerschneidungen produziert und so weiter. Diese Gewerbegebiete, die wir so als Schreckgespinst so vor Augen haben, sind ja dann an Anschlussstellen der Autobahnen oder der vierstreifigen Bundesstraßen, weil das sind Ausnahmen. Da werden direkt auch Ausnahmen formuliert, damit sowas möglich ist. So viel auch zur Schärfe dieser Landesentwicklung. Demgegenüber, 5-Hektar-Ziel, ich habe schon erwähnt, ist jetzt verankert im Landesplanungsgesetz. Wir sind bei etwa 11,6 Hektar 2020 gewesen, 2021 10,3 Hektar. Die selbstgestellten Ziele werden also deutlich verfehlt. Und was mir noch wichtig ist, dass auch die bayerische Nachhaltigkeitsstrategie langfristig die Kreislaufwirtschaft vorgesehen hat und dass Bayern sich... Damals, Bayern ist ja immer vorne und will immer schneller sein und immer besser, hat damals gesagt, als es in der Europäischen Kommission verhandelt worden ist, das 2050er Ziel der Netto-Kreislaufwirtschaft, hat Bayern einen Beschluss des Deutschen Bundesrates mitgetragen, 2011, dass wir das schon 2025, spätestens 2030 erreichen wollen in Bayern. Ja? Bei 10 sind wir, in 2 Jahren haben wir 2011 zumindest zugesagt, wollen wir bei Netto Null sein. Da passt was nicht. Ne? Weil das so ist und weil eben auch so die Wahrnehmung gestiegen ist, die Sensibilität gestiegen ist, auch durch diese spektakulären Gewerbeentwicklungsprojekte, die man so gesehen hat, gibt es eine Renaissance, auch der Debatte um den Flächenverbrauch. Ein Volksbegehren, Betonflut eindämmen, damals von dem breiten Bündnis 2017, 5-6 Jahre her jetzt losgetreten worden. Hohe Zustimmung sofort bei der Unterschriftensammlung, dann vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof als nicht zulässig abgelehnt worden. Vorher gab es noch eine Anhörung im Umweltausschuss, an der ich damals auch teilnehmen durfte, des Bayerischen Landtags. Es war eine sehr spannende Erfahrung. Leider ist kurz danach das abgelehnt worden und das Volksbegehren hat sozusagen nicht stattfinden können. Dafür hat dieses Thema Eingang gefunden in die Koalitionsvereinbarung. Das 5-Hektar-Ziel ist aufgenommen worden in Koalitionsvertrag als Zielsetzung der CSU-Freie Wähler-Koalition. Spannenderweise hat dann ein weiteres flächenbezogenes Volksbegehren, und da sieht man so ein bisschen, wie dieses Thema, das Flächensparen auch in der Bevölkerung verankert ist, dann alle Rekorde gebrochen, weil dieses Volksbegehren rettet die Bienen, also wo die Biodiversität, die Artenvielfalt im Zentrum stand, hat dann 2019 Rekorde gebrochen, einmal bei der Geschwindigkeit und der Menge, die sich da eingetragen haben, und auch dann bei der Beteiligung und bei der Zustimmung, als es zur Abstimmung sozusagen dann gekommen wäre. Das hat dann dazu geführt, dass die Staatsregierung das Ganze auch als Gesetzentwurf übernommen hat und mit einem legendären runden Tisch auch versucht hat, sozusagen die verschiedenen Gesetze und auch die verschiedenen Interessensgruppen an einen Tisch zu bringen, geleitet damals von Alois Glück. Und mit dem Effekt, dass da sozusagen einiges bewegt worden ist. Auch kritisiert die Umsetzung, aber egal. Man sieht daran sozusagen, die Sensibilität in der Bevölkerung ist groß. Und die Möglichkeit, Politik dann auch zu bewegen, funktioniert dann auch über direkte demokratische Instrumente sehr gut. Und es ist auch kein Geheimnis, dass auch im Nachklapp jetzt dieses gescheiterten Volksbegehrens immer wieder darüber nachgedacht wird, das nochmal aufzugreifen und mit einem besseren Gesetzestext, der vorgeschlagen werden muss, das Ganze nochmal auch dann zu spielen. Jedenfalls ist seit den letzten 3-4 Jahren das 5-Hektar-Ziel und sind Flächensparinitiativen seitens der Staatsregierung
verankert. Wir haben jetzt Flächensparmanager in allen 7 Regierungsbezirken. Diese Flächensparmanager haben die Aufgabe, Kommunen zu informieren und zu beraten, dass Kommunen möglichst eine flächensparende Siedlungsentwicklung machen sollen. Also das geht auch wieder so in Richtung Anreize, Beratung, Überzeugung, persuasive Ansätze, sozusagen, das ist sozusagen die Strategie, die momentan die bayerische Landespolitik fährt. Daran hat jetzt auch nicht die Aufnahme ins Landesplanungsgesetz etwas geändert. Der bayerischen Staatsregierung geht es sehr stark um eine Strategie eben des Informierens und des Anreizeschaffens. Die halten wir in dem Bündnis mittlerweile auch und in großen Teilen der fachlichen Diskussion für gescheitert, auch messbar gescheitert, weil wir sind auch als Akademien sozusagen Teil eines sogenannten Bündnis für Flächensparen in Deutschland, in Bayern. Dieses Bündnis für Flächensparen ist schon auch gut 20 Jahre alt, ja, mit den Vorläufern. Und dieses Bündnis für Flächensparen macht auch nichts anderes als Informationsbroschüren, als aufzeigen, gute Praxisbeispiele aufzeigen und zu zeigen, wie es gehen könnte, Kommunen zu beraten und so weiter. Und wir sehen mit eigentlich geringem Erfolg. Also wir kommen von diesen 10 bis 12 Hektar pro Tag momentan einfach nicht runter. Und deswegen denken wir natürlich auch drüber nach, was könnten denn andere Instrumente und andere vielleicht auch schärfere Instrumente sein, vielleicht auch rahmensetzende Instrumente, auch die mit Vorgaben arbeiten, die Dinge stärker einfordern, auch von den Kommunen und von den beteiligten Akteuren, um diese Flächenverbrauchdynamik sozusagen zu brechen und nach unten zu bringen. Dafür muss ich aber dann nochmal hinschauen und muss mir das Problem nochmal genauer anschauen. Was steckt eigentlich hinter dieser Flächeninanspruchnahme? Wo sind Mechanismen? Wie sieht das Problem genauer aus, damit ich dann auch die passenden Lösungsangebote machen kann? Ja? Also was, um das auch besser zu verstehen. Die bayerische Staatsregierung bietet mittlerweile auch auf ihrer Homepage dann die Auswertung dieser jährlichen Flächenberichterstattungen an. Und wenn wir, sollte der Freistaat Bayern noch hier so erkennbar sein, hier ist sozusagen die Flächeninanspruchnahme nach den verschiedenen Kategorien in den jeweiligen Regierungsbezirken gefragt. Wir sehen in absoluten Zahlen die in Hektar die Zunahme. Wir sehen schon, dass Niederbayern gerade im Bereich Wohnbaufläche und Industrie- und Gewerbefläche sehr stark unterwegs ist. Die Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken so etwas dahinter liegt. Oberbayern als bevölkerungsreichster Regierungsbezirk ist natürlich sozusagen hier auch massiv vorne dran. Unterfranken auch gut dabei und Oberfranken auch dabei. So, und wir sehen, dass in allen Regierungsbezirken diese Kategorie der Wohnbaufläche die größte ist. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wahrscheinlich fangen Sie jetzt an, schon so ein bisschen das Ganze in Relation zu setzen. Ausweitung der Wohnbaufläche um mehrere tausend Hektar in einem Regierungsbezirk, wo die Bevölkerung stagniert, ja, oder sogar schrumpft, ja, wo Abwanderung und Bevölkerungsrückgang dominant war. Was stimmt da nicht? Also da muss irgendwas los sein. Ne? Eine Zwischenfrage? Ganz kurz was dazu sagen, weil es wichtig ist. Und zwar habe ich sehr intensiv auch mit den Zahlen beschäftigt, auch versucht, Vergleiche zwischen 2020 und 2021 herzustellen. Und es ist so, dass die Landesvermessungsgesellschaft, die ja die Zahlen eruiert, die einzelnen Verbräuche auf Nutzungsarten, eine Kategorie aufgelöst hat und die nennt sich flächengemischter Nutzung. Und die wurden auf die anderen Nutzungsarten gelegt, sodass man leider keinen Vergleich 2021 zu 2020 valide herstellen kann. Das ist ein Riesenproblem und das ist nicht der einzige Schnitt. Ja? Es gibt sozusagen eigentlich alle 3 bis 4 Jahre irgend so eine Veränderung, irgendein Schnitt und dann wird was nachgetragen und hin und her gerechnet und so weiter. Und der größte Schnitt war eben 11-12, ne, mit der Umstellung. Und jetzt haben wir nochmal solche immer kleinere Schritte. Also wir nähern uns schon so langsam einer guten Systematik und einer guten Erfassung auch an. Ja? Es gibt ein weiteres Problem, was jetzt in den letzten Jahren eine Rolle spielt. Wir rechnen Freiflächen-Photovoltaik Anlagen als Gewerbegebiete.
Und dann gehen hier auch sozusagen geht diese Kategorie nach oben. Das heißt, wenn wir über Flächeninanspruchnahme und ihre ökologischen Folgen reden, können wir auch nicht immer sagen, alles, was da Industrie- und Gewerbegebiet ist, ist grundsätzlich mal blöd und böse und versiegelt und so. Da ist eben auch Freiflächenphotovoltaik. Das macht so problematisch, auch über längere Zeitrahmen da zu argumentieren. Und man kann eigentlich nur argumentieren, wenn man sagt, ich mache den Zeitrahmen so lange und die Kategorie, die ich anschaue, so groß, dass diese Unterschiede irgendwie verschwimmen. Ja, dass man sagt, sie werden, weil sie meistens relativ klein sind, aber doch bedeutend von einem Jahr zum anderen, sodass man da keine allzu großen Verzerrungen hat, aber trotzdem Aussagen treffen kann. Ja. Und das ist das, was wir auch gemacht haben mit unseren Untersuchungen. Wir haben immer versucht, längere Zeiträume und größere Kategorienbildungen vorzunehmen, aber trotzdem Aussagen zu treffen, die generalisierbar sind, was nicht einfach ist. Was wir aber sehen, ne, das ist genau der Versuch 1980. Hier sieht man, ist zumindest da mal gepunktet, weil das ist diese Umstellung 12-13 gewesen, 11-12-13. Da sind sozusagen Sprünge drin, aber das ist natürlich auch sozusagen der langfristige Trend. Worauf ich hinaus will, wir sehen hier, auf wessen Kosten geht die Flächeninanspruchnahme, Landwirtschaft, gar nicht mal so sehr Wasser und Wald. Aber was wir vor allem sehen, ist, dass unsere Flächeneffizienz, also wie viel Fläche brauchen wir jetzt je Einwohner oder je Arbeitsplatz, dass die massiv abnimmt. Ja, das heißt, wir haben eine Siedlungs- und Verkehrsfläche, die um 50% sich vergrößert hat, über 50%, während die Einwohnerzahlen sagen wir, um knapp 20% gestiegen sind. Das heißt, da geht was auseinander. Offensichtlich leisten wir uns einen anderen Umgang mit Fläche als vielleicht noch in den 1980er Jahren. Und interessant auch, wenn wir uns das anschauen, wie das in Bayern aussieht, das ist das 5-Hektar-Ziel, einfach mal anteilig die verschiedenen Komponenten nach unten gerechnet. Hier sind wir 2020, die letzten Zahlen 21, 22, die Änderungen sind nicht sehr groß. Wir sehen, Wohnbaufläche ist der größte Anteil. Und wir sehen auch, dass wenn wir 5 Hektar ansteuern wollen, dass wir allein mit der Wohnbaufläche schon bei 4,7 wären. Dann haben wir noch keine Industrie- und Gewerbegebiete und noch keine Straßen dazu aufgebaut. Ne? Das ist nochmal nach der Siedlungs- und Verkehrsfläche, Wohnbaufläche und die Einwohner. Das heißt, hier sehen Sie in den einzelnen Regierungsbezirken die Zunahme der Wohnbaufläche in Prozent, die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche und die Bevölkerungsentwicklung. Und das, was wir hier gesehen haben, dass es eine Entkoppelung gibt von Einwohnerentwicklung und Siedlungs- und Verkehrsfläche im bayerischen Durchschnitt, müssen wir also sozusagen nochmal genauer angucken nach den verschiedenen Regierungsbezirken und vor allem auch nochmal angucken, in welchen Gemeinden, in welchen Gemeindegrößenklassen das denn eigentlich stattfindet. Bemerkenswert ist erstmal, wenn wir die Fläche, auf der heute in Deutschland gelebt wird, dass die reichen würde, ne, für 200 Millionen, wenn wir so leben würden, wie in den 1960er Jahren es üblich war. Da merkt man schon, okay, in den 60er Jahren war vielleicht schon Wirtschaftswunder, aber der Wohlstand noch nicht so wirklich so wie jetzt und ging aber auch allen ganz gut. Aber ne, da könnten wir, wenn wir so leben würden wie damals, heute 1,5-mal so viele Menschen mehr unterbringen. Also nur mal so als Merkposten kann man natürlich diskutieren, den Zusammenhang sollten wir auch diskutieren. Aber wir wollen jetzt erstmal versuchen, nochmal ein Verständnis dafür zu gewinnen, wo wird die Fläche in Anspruch genommen und wie schaut das aus? Auch da hat das Landesamt für Umwelt sich an den Kategorien des Landesentwicklungsprogramms, da werden Raumtypen ausgewiesen, orientiert. Man hat gesagt, wir haben Regionen mit Verdichtungsraum, wir haben Regionen, die im Grenzland sind oder im überwiegend strukturschwachen Räumen und wir haben sonstige ländliche Räume. Das wurde dann geändert. Ab 2015 haben wir den Verdichtungsraum, wir haben den bayerischen Durchschnitt, wir haben einen Raum mit besonderem Handlungsbedarf, das sind die Räume, die eher sozusagen strukturschwach sind und den ländlichen Raum, der eben nicht Raum mit besonderem Handlungsbedarf ist. Und was wir sehen, ist, dass die Flächenanspruchnahme jetzt in Hektar je Tag in den Verdichtungsräumen wesentlich niedriger ist, obwohl da mehr Menschen leben, als in den Grenzland und überwiegend strukturschwachen Räumen, da ist er am größten, obwohl da wenige Menschen leben, und in den sonstigen Räumen so zwischendrin. Und diese Tendenz setzt sich sozusagen fort. Also wir können jetzt schon sagen,
Wenn wir Flächen in Anspruchnahme begrenzen wollen, haben wir offensichtlich nicht das Problem in den Verdichtungsräumen, da geht sie runter. Wir haben das Problem in den ländlichen Räumen und auch in den strukturschwachen Räumen. Und wenn wir die Raummuster angucken, jetzt müssen Sie ein bisschen mitdenken, weil das ist ein bisschen ungünstig an der Stelle. Hier sind die blauen Töne Wachstum, ja, und die roten Töne Schrumpfung. Und hier in der Flächenentwicklungskarte, das ist eine Bevölkerungsentwicklung auf Gemeindeebene, in der Flächenentwicklungskarte sind die roten Töne besonders hohe Flächen in Anspruchnahme. Und die grünen Töne, die grün eingefärbten Gemeinden, die würden, wenn wir die 5 Hektar umrechnen würden auf Flächenverbrauch pro Kopf, ja, würden die grünen Gemeinden das 5-Hektar-Ziel einhalten. Ja, und das heißt, wir sind, also 18,2 Quadratmeter wäre das dann irgendwie hier diese Grenze. Und wir sehen, dass die anderen sozusagen deutlich, deutlich viel mehr Flächen in Anspruchnahme machen. Und wir sehen, dass die vor allem in den strukturschwachen Räumen sind, vor allem da sind, wo sozusagen Bevölkerung schrumpft. Das ist nochmal das Muster. Und deswegen sind wir auch nochmal hergegangen und haben uns trotz dieser statistischen Probleme mal versucht, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie entwickelt sich denn das sozusagen in den letzten 20 Jahren zumindest nach Gemeindegrößenklassen. Das heißt, wir haben geschaut, die Gemeinden, die unter 1500 Einwohner haben, übrigens, wir haben in Bayern über 2100 Kreise und Kreisangehörige und kreisfreie Gemeinden. 2070 sind es, glaube ich, wenn wir die kreisfreien Städte dazu nehmen, sind es nochmal 70 oder 90 drauf. Und davon sind 1000 kleiner als 2000 Einwohner. Also die Hälfte ist kleiner als 2000 Einwohner. Das heißt, wir erwischen hier sehr viele kleine Gemeinden. Wir haben gesagt 1500 bis 3500 Einwohner, 3,5 bis 6,5, 6,5 bis unter 10.000, mehr als 10.000 und nicht zentraler Ort, mittelzentraler Ort oder Oberzentrum mit weniger als 100.000 Einwohner oder Oberzentrum mit mehr als 100.000 Einwohner. Warum diese Kategorien? Das sind auch landesplanerische Kategorien, weil das Landesentwicklungsprogramm, das Raumordnung sagt, die Siedlungsentwicklung, Arbeiten und Wohnen ist zu konzentrieren auf zentrale Orte. Und die Mittelzentren und die Oberzentren sind die Orte, die auch größere Umgebungen sozusagen mit versorgen sollen, mit Angeboten für Dienstleistungen und Verkehr und Bildung und so weiter. Und die sind sozusagen diejenigen, die eigentlich auch Arbeitsmarktschwerpunkte sein sollten, Bevölkerungsschwerpunkte, um dieses Prinzip der Konzentration von Bevölkerung und eine effiziente Siedlungsentwicklung, eine effiziente Flächennutzung dann auch hinzubekommen. Also eigentlich soll sozusagen hier in den Mittel- und Oberzentren sollte Bevölkerung und Arbeitsplätze konzentriert sein. So, wir schauen auch nochmal hin. Die kleinen Gemeinden haben tatsächlich die Wohnbauflächen am meisten ausgeweitet, die Großstädte am wenigsten, die Oberzentren, also das ist die unter 100.000 Einwohner, das ist eben Bayreuth, Bamberg, Passau, so diese Kategorie von Städte, Coburg, ne, also die eine wichtige Funktion auch in ländlichen Räumen spielen, geht so. Und dann, je kleiner die Gemeinde, desto schneller und desto höher wird die Flächeninanspruchnahme. Und wenn wir uns das angucken, nochmal nach Gemeindegrößen, das ist ein bisschen abgeschnitten, schade, aber wir sehen hier, dass die etwa mehr als 50% sozusagen der neu in Anspruch genommenen Siedlungsflächen, oder ich habe es hier, das ist unter 1500, wir sind sozusagen 60% etwa, werden in Anspruch genommen von den kleinen Gemeinden. Das heißt, wir haben offensichtlich ein Problem, dass vor allem sozusagen bei der Wohnsiedlungsfläche und bei den Gewerbeflächen ist es ähnlich, dass vor allem in den kleinen Gemeinden stattfindet, was die Flächeninanspruchnahme ist, und müssen eigentlich darauf auch reagieren entsprechend. So, das ist jetzt hier nochmal abgetragen, Siedlungs- und Verkehrsfläche, Wohnbaufläche und Einwohner, das jetzt in den nach Gemeindegrößen. Wir sehen auch hier, dass den Gemeinden mit weniger als 1500 Einwohnern, dass es ihnen nicht gelingt, mit einer Ausweitung der Siedlungsfläche für Wohnungsbau von über 40% mehr Einwohner zu bekommen. Im Gegenteil, sie können damit nicht mal die Schrumpfung aufhalten.
Und jetzt wird es langsam spannend, weil jetzt nähern wir uns quasi der Problemanalyse an. Das ist, die wir dann auch brauchen, um zu überlegen, wie wir dagegen arbeiten können, wie wir reagieren können. Im Bereich der Arbeitsplätze ist es übrigens genau gleich, dass die Investitionen jetzt in Flächen, die kleine Gemeinden machen müssen, um Arbeitsplätze anzuziehen oder tun, müssen, weiß ich ja nicht, sie tun das. Da wird wesentlich mehr Fläche in Fläche investiert, um aber einen geringeren Anteil an Beschäftigung sozusagen zu generieren. Die Flächeneffizienz habe ich angesprochen. Was interessant ist, dass das auch korrespondiert mit der Pro-Kopf-Versorgung jetzt von Wohnraum. Ja, also gehen wir auf das Individuum und gucken, wie viel Wohnfläche steht den einzelnen Menschen im Durchschnitt in den Kommunen zur Verfügung. Und wie hat sich das entwickelt in den letzten 20 Jahren? Da sehen wir, dass in Gemeinden, in den kleinen Gemeinden, wieder die drei Kurven hier, die kleinen Gemeinden unter 6.500 Einwohner repräsentieren, dass hier die Wohnungsflächen, da wohnen mittlerweile Menschen mit einer Wohnflächenversorgung pro Kopf von durchschnittlich, Wohnflächenversorgung pro Kopf von über 50 Quadratmetern. Ja? Das ist bemerkenswert. Also das heißt, dort hat auch jeder Bewohner im Durchschnitt mehr als 2,5 Räume zur Verfügung. Und offensichtlich tut sich da was in der Art und Weise, wie wir dort Wohnungsbau betreiben, dass wir dafür viel Fläche brauchen, dass wir damit aber auch eine sehr, sehr, sehr großzügige Wohnraumversorgung organisieren, die gesellschaftlich betrachtet und ökologisch betrachtet erstmal ineffizient ist. Ja? Weil da ist Platz da, da ist Wohnfläche da, die anders genutzt werden könnte. Könnten wir mehr Menschen unterbringen? Warum tun wir das nicht? Das hängt jetzt damit zusammen, wie wir bauen. Können wir nicht unterbringen, weil wir nämlich sozusagen vor allem, darauf werde ich jetzt dann noch eingehen, Einfamilienhäuser bauen. Und diese Einfamilienhaussiedlungen, die haben so eine ganz, wie soll ich sagen, eine ganz ungeschickte Geschichte, ja, Sebas, eine ungeschickte Biografie, ja. Weil die baue ich, um Menschen anzusiedeln, um junge Familien meistens ein Angebot zu machen. Die werden auch als Eigentum dann zum großen Teil sozusagen angeboten und gebaut. Und dann kommen die mit bestenfalls 2 oder 3 Kindern in eine Wohnung in ein Einfamilienhaus mit 130, 135 Quadratmetern, wohnen da 10 Jahre, dann gehen die ersten Kinder aus dem Haus und gehen sozusagen, die Älteren gehen zur Ausbildung weg. In den nächsten 10 Jahren sind alle Kinder weg und es sind nur noch die Eltern da in 150 oder 135 Quadratmeter Wohnfläche. Und dann wird diese Wohnfläche gehortet und bereitgehalten, weil die Kinder könnten ja mal zu Besuch kommen und wird sozusagen, man bleibt in der Wohnung. Wenn es blöd ist, gibt's eine Krise, dann zieht einer aus, Trennung und Scheidung, 40% aller Ehen werden ja sozusagen geschieden, dann haben wir auf einmal nur noch eine Person da drin. Ja. Und wir haben aber ein sehr starres System, weil das ist ein Einfamilienhaus, im Eigentum, das ist oftmals nicht anders organisierbar, dass da jetzt mit fremden Menschen Wohngemeinschaften gemacht werden können und. Das heißt, wir haben uns durch dieses Modell des Einfamilienhauses eine Unflexibilität an Strukturen geschaffen, die dann zum Problem wird, wenn wir das immer wieder neu machen müssen. Ja? Weil wir müssen ja dann für die nächste Generation den nächsten Zyklus machen. Wir kommen ja nicht ran an die Einfamilienhäuser, sondern wir bauen die nächsten Einfamilienhäuser, damit das Gleiche wieder passieren kann. Und so verbrauchen wir Fläche und kommen dann zu diesen gigantischen Zahlen in der Wohnraumversorgung. Ich überspringe jetzt mal das beim Arbeitsplätzen, sondern jetzt geht es sozusagen um ein erstes Zwischenfazit. Zu hohe Flächenverbrauch sehen wir, ist ein Effizienzproblem. Wir bauen zu locker. Auf der einen Seite kann man sagen, es ist ein Dichtephänomen, auch gekennzeichnet durch das Einfamilienhaus. Es liegt an schrumpfenden Haushaltsgrößen, steigende Wohnflächenversorgung pro Kopf ist ein Problem der Baukultur. Und wir haben sozusagen zu wenig Mehrfamilienhäuser, zu wenig Mietwohnungen. Und wo eher auch eine Dynamik, eine Fluktuation reinkommt, eben diese Starrheit. Das Problem, was aber für die Kommunen entsteht wiederum, dass diese flächenextensive Ausweitung von Einfamilienhausgebieten hohe Folgekosten produziert. Ja, es gibt
Die Kommunen müssen diese erschließen, sie müssen die Straßen unterhalten und sie müssen wesentlich mehr Straße und mehr Kanal bauen, je lockerer, je weniger dicht bebaut sie ihre Siedlungsstrukturen gestalten. Und diese Kosten tragen alle, weil die werden dann über die Gebühren sozusagen auf alle Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde übertragen. Das heißt, die Gemeinden, die Menschen in diesen Baustrukturen bezahlen das dadurch durchaus auch mit, auch wenn sie selber vielleicht nicht in den Einfamilienhaussiedlungen leben, über die Gebühren, und die Kommunen müssen da auch unterhalten. Das heißt, das ist auch etwas, was durchaus hohe Folgekosten hat, führt auch oft dazu, dass wir parallele Effekte haben. Sie haben ja gesehen, wir haben in den Kommunen unter 3.500 Einwohner Wohnflächen ausgewiesen, aber kaum neue Einwohner in der Bilanz. Das heißt, die dazuziehen, stehen denjenigen gegenüber, die woanders wegziehen oder nicht mehr da sind, weil sie sozusagen aus Alterungsgründen irgendwann biologisch das Leben beendet ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese neuen Baugebiete außenrum und im Kern, meistens in den Bestandsgebäuden, vor allem in den Ortskernen, eine Ausdünnung der Bevölkerung, zunehmende Leerstände und auch eine funktionale Ausdünnung, weil wir dann auch die ein oder anderen Dienstleistungen nicht mehr wirtschaftlich anbieten können, im Einzelhandel, in Versorgung, Apotheken, und die dann auch rausgehen und zum Teil sich an konzentrierten Standorten, die wiederum Flächen brauchen, neu organisieren. Supermärkte in den Gewerbegebieten an den Ortsrändern. Und das ist auch ein siedlungsstruktureller Effekt. Wir nennen das den Donut-Effekt, der sozusagen lecker außenrum, da funktioniert es innen drin nichts mehr, Loch, der mittlerweile als Siedlungsstruktureffekt viele ländliche Räume prägt. Also Baukultur, wie bauen wir? Das haben wir jetzt schon eigentlich ziemlich gut rausgearbeitet. Wir haben das Problem, das können wir jetzt auch nochmal quantifizieren, des Einfamilienhausbaus, was sozusagen dazu führt, dass wir auf der einen Seite immer wieder neuen Wohnraum schaffen, bestehenden unternutzen, mit dem Effekt, dass wir auch, um die Wohnungsversorgung aufrechtzuerhalten, immer wieder sozusagen das Hamsterrad weiterdrehen müssen. 2000 bis 2017 haben wir das mal angeguckt. 44.000 neue Wohngebäude, neue Wohnungen in knapp 25.000 Wohngebäuden. Von diesen 25.000 neuen Wohngebäuden in Bayern sind 21.000, also 95%, die Einfamilienhäuser, also Gebäude nur mit einer Wohnung. Ja, wenn wir es auf alle Wohnungen beziehen, machen wir etwa 50% aller Wohnungen, errichten wir in Einfamilienhäusern. Das heißt, in den anderen sozusagen 2000 Wohngebäuden bringen wir die andere Hälfte der Wohnungen her, weil das sozusagen dann Mehrfamilienhäuser und Geschosswohnungsbau ist. Und das ist vor allem in den kreisangehörigen Kommunen, also im ländlichen Raum, das Problem. Würden wir jetzt mal angucken, wie viel Fläche brauchen wir für die Einfamilienhäuser, sind wir schon wieder dabei, dass fast 4 Hektar pro Jahr allein für die Einfamilienhäuser draufgehen. Wir haben vorhin schon gesehen, das hat sich ja so stabilisiert, dass etwa 5 Hektar für Wohnbauflächen draufgehen und davon wieder 80% eben nur für den Einfamilienhausbau. Interessanterweise, nach Größenklassen wenig überraschend, in den kleinen Gemeinden die meisten, aber auch die größeren Städte bauen noch relativ viel Einfamilienhäuser. Ein großer Teil der zunehmenden Wohnbevölkerung allerdings wird hier untergebracht in den Mehrfamilienhäusern und in den Zweifamilienhäusern und vor allem in den Verdichtungsräumen, weil da ist die Bevölkerungsentwicklung ja im Vergleich positiv. Ja, das ist der Donut-Effekt, den habe ich vorhin schon sozusagen wortreich beschrieben. Wir hatten einen alten funktionierenden Ortskern, wir bauen den ersten Siedlungskreis außenrum in die funktionale Ausdünnung, die dann weitergeht, weil wir die Funktionen nach außen verlegen und großflächiger organisieren. Und das ist sozusagen das siedlungsstrukturelle Problem. Das Für und Wider, natürlich bringt so eine Siedlungsentwicklung, Wachstum, positives Image der Kommunen. Problem haben wir besprochen, die Folgekosten, die Belastungen, Flächenverbrauch, Versiegelung, Probleme in der Wohnraumversorgung, die dadurch auch induziert werden und so weiter. Und ein Problem, was ich auch noch sehe, was in dieser Debatte um Einfamilienhäuser auch nochmal ein wichtiges ist, weil jetzt kriegen ja schon manche Schnappatmung. Jetzt ist ja so gegen das Einfamilienhaus. Ja? Das Einfamilienhaus ist aber eigentlich die Wohnform, die sich ja alle wünschen.
Ja? Das kann ich doch nicht machen, dass ich Einfamilienhäuser verbiete. Ja? Habe ich zwar auch noch nicht gesagt, will ich auch nicht verbieten. Ich will nur zu klügeren Formen der Nutzung von Wohnraum kommen. Aber wenn wir aus der Perspektive der Kommunen, die das ja wirklich sehr, sehr intensiv betreiben, auch nochmal anschauen, was sie damit tun, wie sie auch ihre Bevölkerungsstruktur verändern und gestalten, dann wird es hochgradig interessant, weil wir wissen, dass das, was da adressiert wird, ja, die gut verdienende Mittelschicht-Kleinfamilie oder Oberschicht-Kleinfamilie, die sich auch überhaupt diese Wohnform leisten kann, die repräsentiert etwa ein Fünftel der Bevölkerung. Vielleicht maximal ein Drittel der Bevölkerung. Das heißt, zwei Drittel sind da ausgeblendet. Also nochmal, wir machen die Hälfte unserer Wohngebäude, 90% der Wohngebäude, die wir bauen, sind Einfamilienhäuser für diesen Anteil der Bevölkerung. Und die Hälfte des Wohnraums, der Wohnungen, die wir bauen, ist für diesen Teil der Bevölkerung. Das ist die Zielgruppe. Und da sind ganz, ganz viele dann, wenn man sich mal die Soziologie anguckt, sozusagen unsere Gesellschaft und die verschiedenen biografischen Formen oder auch die verschiedenen materiellen Lebensumstände, viele, die da ausgeblendet werden, die sich diese Wohnform nicht leisten können. Ergo finden diese Menschen auch in den ländlichen Kommunen nicht statt. Und das ist auch ein Problem, weil auf der anderen Seite wird dann gejammert, uns fehlen die jungen Menschen. In den ländlichen Regionen, in den ländlichen Kommunen. Ja, wenn ich keine Wohnangebote habe, wo ich mich als junger Mensch auch mal ausprobieren kann, wo ich eine Mietwohnung, ein Einzimmer-Apartment, eine Wohngemeinschaft oder so, dann habe ich gar keine Chance, in diese Kommune zu gehen und da zu kommen. Und es wird ausgeblendet. Ich gehe es jetzt nicht im Einzelnen durch, aber es gibt sozusagen eine Reihe von sozialen Phänomenen oder sagen wir mal von biografischen Charakteristika, die eben dadurch ausgeblendet sind und die nicht sozusagen durch Einfamilienhäuser abgedeckt wird. Jetzt interessiert uns natürlich, warum wird dann trotzdem so gebaut? Warum ist diese Baukultur, wie sie ist? Die eine Antwort ist, weil wir es können. Ja, ich habe schon darauf hingewiesen, dass das Landesentwicklungsprogramm selber ausgelöchert ist. Das Anbindegebot ist mit vielen Ausnahmen gesehen, die dann eben vor allem auch eine gewerbliche Siedlungsentwicklung ermöglichen. Ist auch nicht weiter geändert worden. Wir haben es 2023 jetzt gerade neu gefasst. Da ist auch immer noch ein großer Teil dieser Möglichkeiten gegeben. Ich glaube aber, dass auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive eigentlich spannender ist, sich nochmal auf die Suche zu machen nach den Mechanismen, die hinter diesem Diskurs, ich habe den ja versucht vorhin so ein bisschen zu karikieren, die dahinter stehen. Ja. Einfamilienhaus ist die heilige Kuh sozusagen der deutschen Gesellschaft, genauso wie der PKW. Ja. Also wir haben hier so eine Konstellation sozusagen aus mehreren Einflussfaktoren und mehreren Kategorien, die hier zusammenspielen, Interessenslagen, Materialitäten, aber auch sozusagen Wissen oder Diskurse, also Deutungen, die wir vorfinden, weshalb wir so stark so in diesem Einfamilienhausbau sind. Wir haben einmal Rahmengesetzgebung, die das sicherlich sehr stark unterstützt. Wir fördern immer noch sehr stark die Eigentumsbildung. Wir geben Baukindergeld immer wieder mal, um auch Familien mit Kindern eine finanzielle Unterstützung zu geben, auch Einfamilienhäuser zu bauen. Das heißt, es ist gesellschaftlich erwünscht, es wird sozusagen unterstützt. Es wird Frage, welche individuellen Bedürfnisse sind natürlich auch, wenn Sie fragen, gewünschte Wohnform ist immer das Einfamilienhaus sehr, sehr stark genannt. Wir sehen aber auch, dass es Interessens seitens der Kommune gibt, die vielleicht dazu beitragen, auch Strategien der Bauwirtschaft, die da eine Rolle spielen, die miteinander verwoben sind und wo auch entsprechende Anreizsysteme, Institutionen, aber auch Subjektformierungen, also die Erzeugung von Bedürfnissen verbunden sind, Praktiken, die sich einschreiben, die man sozusagen nachahmen, imitieren will, aber auch Diskurse, die sehr stark sozusagen darauf ausgerichtet sind, die Deutungshoheit für den Einfamilienhausbau zu gewinnen. Ich erinnere, wir haben ja bei solchen Diskursen haben wir immer irgendwelche Grünen, die dann geschlachtet werden. Ne? Also grüne Politiker. Wir haben den Veggie Day gehabt, der war schuld an der Niederlage der Bundestagswahl. Und wir haben Anton Hofreiter gehabt, der gesagt hat, er will das mit den Einfamilienhäusern reduzieren. Und schon ist er sozusagen
immer drauf. Ne? Also offensichtlich funktionieren diese Diskurse und diese Mechanismen, die dahinter stehen, diese öffentliche Meinungsbildung sehr stark auch pro dieser Siedlungsform. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich mir angucke, was ich für Angebote kriege, wenn es um Sanierungsförderung gibt, ist auch immer das Einfamilienhaus im Zentrum, der Wohnwunsch. Wenn Sie die Fernsehwerbung vor acht sich angucken, entweder für einen Baumarkt oder für eine Versicherung oder eine Bausparkasse, ist immer die Familie im Einfamilienhaus, ne, die da so glücklich ist. Es gibt keine andere Form sozusagen des Glücks als Mensch, wenn man das sozusagen glaubt, als diese Lebensform, diese Wohnform. Also da wird ganz massiv sozusagen das auch vermittelt. Und auch günstig angeboten, vermeintlich. Ne? Also wir kriegen ja permanent solche Baumagazine, wo uns sozusagen die Fertighausformen nahegelegt werden zu Preisen, die dann natürlich am Schluss doppelt oder dreifach so hoch ist, wenn man es dann umgesetzt hat, aber die auch so suggerieren, ich kann mir das leisten und das ist die richtige Form. Wir haben auch Interessen der Kommunen, die sagen, ja, wir wollen eben, wir haben es vorhin schon diskutiert, ne, die Auslastung der Infrastrukturen, Daseinsvorsorge sichern, eine ausgeglichene Altersstruktur. Wir wollen auch die Einkommensteueranteile dieser gut verdienenden Bevölkerungsschicht und so weiter. Und es ist für uns auch einfacher, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, es ist einfacher, einen Auftrag an ein Planungsbüro zu vergeben als kleine Kommune, weise mir ein neues Einfamilienhausgebiet aus, als eine komplizierte Innenentwicklungsstrategie zu fahren, zu mobilisieren, dass sozusagen die Enkel des Baugrundstücke und so, dass die dann in die Baulinie und bebaut werden und nicht draußen. Also es gibt auch seitens der Kommunen eine Disposition, warum das Einfamilienhaus so stark nach vorne kommt. Wie können wir es trotzdem hinkriegen, dass Wohnraumbedarfe und Flächeninanspruchnahme unter einen Hut gebracht wird? Ich lasse jetzt mal den Bereich, dass die Zahlen, die da gehandelt werden, nicht ganz stimmig sind und dass man sich hinterfragen, weil die bayerische Staatsregierung geht davon aus, wir brauchen 70.000 Wohnungen pro Jahr neu. Ja? Und da gibt es Prognosen, auf die sie sich stützen. Wenn man die anguckt, kann man sagen, ja, Moment, da sind ein paar Annahmen dahinter, die sind so optimistisch weiter fortgeschrieben. Wenn wir andere Annahmen ansetzen, kommen wir etwa auf 50.000 oder 40.000 Wohnungen. Und wenn wir dann gucken, dass wir die in anderen Dichteformen und in anderen Zusammensetzungen, Einfamilien, Zweifamilien, Mehrfamilienhaus bauen, dann schaffen wir es auch, unter die 5 Hektar zu kommen. Wir haben das mal durchgerechnet, darauf mag ich jetzt nicht eingehen in Szenarien, einfach hier nochmal gezeigt, ja, im Vergleich, dass es der Flächenbedarf einer Einfamilienhaussiedlung, das ist eine kompaktere, auch übrigens kommunikativere Form der Bebauung, die von der Bilanz her, jetzt muss ich nachgucken, also mindestens genauso viel, wenn nicht gar noch mehr Menschen unterbringt, auf einem Drittel oder einem Viertel der Fläche. Also das ist eigentlich sozusagen diese Form von Baukultur, die angesprochen wird. Jetzt zum Schluss noch 2, 3 Strategievorschläge. Was haben wir uns auch in diesem Bündnis Wege zu einem besseren LEP, was haben wir in den Akademien uns ausgedacht, in Gutachten sozusagen empfohlen, wie wir jetzt darauf reagieren können? Der eine Punkt ist, natürlich kann man darauf reagieren und kann sagen, wir versuchen weiter Kommunen zu beraten, dass sie das nicht tun sollen. In Klammern, was ich versucht habe, mit diesem Einfamilienhaus-Dispositiv klarzumachen, wie schwierig das ist, ja, in dieser Konstellation dann tatsächlich andere Pfade zu gehen. Und dass es dann vielleicht doch notwendig ist, wenn wir das eher versuchen, auch durch eine andere gesetzliche Rahmengebung hinzukriegen und auch durch eine andere planerische Vorgabe. Und das also erstens mal ist sozusagen, gibt es viele rechtliche Vorschriften im Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetzbuch und so, auf die man sich konzentrieren kann, auf die man sich auch berufen kann. Also es wäre da der Bezugspunkt da. Man kann auch Regelungen wie diesen unsäglichen Paragraph 13 Baugesetzbuch, der eine Verfahrenserleichterung im Außenbereich ermöglicht hat, ohne Umweltverträglichkeitsprüfung, man kann den auch streichen, dann ist auch viel viel weg. Ja. Man kann auch erreichen, dass Baugebiete, die in den ersten 2, 3, 4 Jahren eben nicht in Anspruch genommen werden, aber die dann durch das Horten der Grundstücke blockieren, dass man die wieder raus
rausnimmt. Ja, das können zeigen andere, wie man das machen kann. Und wir können von den Kommunen für diese Regelung innen vor außen einen stärkeren Nachweis verlangen, dass sie Aktivitäten nachweisen müssen, dass sie wirklich wirksam versuchen, eine Innenentwicklung zu betreiben. Also die müssen nachweisen, dass sie einen Flächenkataster haben, dass sie ein Flächenmanagement haben, auch mit Kontroll- und Sanktionsmechanismen. Erst dann dürfen sie sozusagen draußen aufreißen. Da kann man viel machen. Und diese Innenentwicklung ist tatsächlich, wir haben viele Konzepte in ländlichen Gemeinden gemacht. Es ist frappierend, wie groß die Leerstände und vor allem aber auch die Baulücken, also die nicht genutzten, auch untergenutzten Grundstücke in den Kommunen in dieser Größenklasse bis 3.500 Einwohner sind. In der Regel, fast alle die Kommunen, die wir da untersucht haben, die eigenen Vorstellungen der Entwicklung, wie viele Einwohner mehr kommen sollen, wie viele Wohnungen dafür notwendig sind, lassen sich in 80% der Fälle, die, also in der sozusagen Erfahrungswissen jetzt, was wir untersucht haben, ausschließlich mit der Mobilisierung von Innenentwicklungspotenzialen abdecken. Und deswegen ist das eigentlich ein zentraler Punkt, das verpflichtend zu machen, dass die erhoben müssen, dass die auch sozusagen mobilisiert werden müssen und dass dann das Ganze noch gerahmt wird durch Steuerungsmöglichkeiten, die wir in den Landesentwicklungsprogrammen haben. Wir haben früher mal im Landesentwicklungsprogramm Vorgaben gehabt, dichte Vorgaben für Bebauungspläne, sind gestrichen worden. Wir haben auch sozusagen Vorgaben gehabt, die Entwicklung wesentlich stärker auf die zentralen Orte zu konzentrieren, ist auch aufgeweicht worden in verschiedenen Punkten. Und wir haben die Möglichkeit, auch räumliche Schwerpunkte für die Entwicklung von Wohnen und Gewerbe auch umzusetzen. Und deswegen ist die landes- und regionalplanerische Orientierung sozusagen von Strategien entscheidend, die hier sozusagen das Ganze unterstützen können. Wir können über das Landesentwicklungsprogramm wesentlich mehr steuern, als wir wollen, als wir bisher tun, nicht als wir wollen, sondern als wir bisher tun. Das ist bewusst auch so, dass hier ein Steuerungsverzicht stattfindet. Da ist sicherlich auch einiges möglich. Wir haben das in entsprechenden Veröffentlichungen auch dargelegt, wie man sowas machen kann. Und gerade dieser Erforderlichkeitsnachweis, den ich angesprochen habe, der ist hier entscheidend. Und hier haben wir mal die Instrumente benannt, die es jetzt eigentlich schon gibt. Ja, es gibt den Vitalitätscheck. Das Bayerische Landesamt für Umwelt gibt eine Flächenmanagement-Datenbank zur Verfügung, Flächenkataster. Es gibt Folgekostenabschätzungen, dass es draußen teurer ist, als drinnen die Entwicklung zu betreiben. Und wenn wir sagen, wir wollen so eine verbindliche Innenentwicklungsstrategie, dann wären das Bausteine, die nachzuweisen sind, zusätzlich sozusagen durch ein professionelles Innenentwicklungsmanagement. Da kann Landespolitik die entsprechenden Anreize geben. Da kann Landespolitik und Landesplanung die entsprechenden Leitplanken formulieren. Sie muss es nur wollen. Das ist sozusagen möglich. Im Moment will es die Mehrheit im Bayerischen Landtag, die Regierungsmehrheit nicht. Was bedauerlich ist, die Instrumente wären sozusagen da und wir hätten dann auch eine Chance, dass die Kommunen, gerade auch die kleineren Kommunen im ländlichen Raum, trotzdem ihre Entwicklungsvorstellungen ausleben können, sozusagen umsetzen können, wenn es ihnen erleichtert wird, den Zugriff auf diese Innenentwicklungspotenziale auch zu ermöglichen. Dazu gehören steuerrechtliche Anreize. Es gehört auch dazu, das Horten von Grundstücken, also das nicht in die Baulinie, das Nichtbebauen von Grundstücken, obwohl Baurecht drauf ist, steuerlich zu sanktionieren. Das ist die sogenannte Grundsteuer C. Das ist Bundesrecht. Wenn man sowas dann auch noch zusätzlich hat, wenn man den Kommunen es ein Stück weit auch erleichtert, selber einen Zugriff auf diese Grundstücke zu kommen, da geht's dann so ein bisschen ins Eigentumsrecht. Aber auch das wäre eine Möglichkeit zu sagen, wenn es einen städtebaulichen Nachweis gibt dafür, dass das Grundstück mobilisiert werden soll, dann muss es den Kommunen leichter gemacht werden, das auch in den Besitz zu bringen und sozusagen zu entschädigen und dann vernünftig auch zu bebauen. Also wir haben diese Möglichkeiten als breiten Strauß der Mobilisierung der Potenziale der Innenentwicklung und wir könnten damit einen ganz, ganz großen Teil der Flächeninanspruchnahme in Griff kriegen. Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, ist das Ingriffkriegen der Flächeninanspruchnahme in der gewerblichen Entwicklung. Das ist tatsächlich nochmal ein härterer Brocken.
Auch deswegen ein härterer Brocken, weil da noch viel mehr auch verbunden ist, die Erwartung, die Hoffnung auf Arbeitsplätze, Einkommen und auch auf Wettbewerbsfähigkeit der Kommunen. Das ist aber ein Problem, das wir eigentlich nur dann lösen können, wenn wir auch uns gesellschaftlich darauf verständigen, dass wir die Art und Weise zu konsumieren und zu wirtschaften ändern, dass wir auch überlegen, dass die Bedarfs- und Bedürfnis- oder die Bedürfnisbefriedigung der Menschen im Vordergrund stehen muss und nicht unbedingt die größtmögliche Präsenz sozusagen auf Weltmärkten oder was auch immer, also andere Logiken des Wirtschaftens, die für sich genommen nachhaltiger sind als der jetzige Entwicklungspfad, dann kriegen wir das auch mit den gewerblichen Flächen hin. Aber das ist eine eigene Diskussion und die ist nochmal viel komplexer und schwieriger als die mit der Wohnbauentwicklung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war für Sie was Spannendes dabei.